würde lieber sagen, unser Ziel ist ja laut Erfurter Programm der Sozialismus, und ich würde mich gerne für das Wort Ökosozialismus aussprechen. Ich finde das einen guten Begriff. Wenn ich euch nicht sofort sehe, wir achten natürlich auch auf die Frauenquote bei den Redenden. Sozialistische Politik ist ein Ausbrechen aus der Vereinzelung. Sie ist das Erfahrbarmachen kollektiver Handlungsfähigkeit. Alles, was wir brauchen, sind ein paar verrückte Menschen. Seht doch, wohin uns die Vernünftigen gebracht haben. Wir können nicht mit vernünftigen, pragmatischen Lösungen das wieder kitten, was mit derselben Vernunft ins Unheil gestürzt worden ist. Und deshalb brauchen wir die Alternativen, brauchen wir Leute wie Fridays for Future, die den Parlamentariern den Spiegel vorgehalten haben und gesagt haben, wie unglaubwürdig sie sind, weil sie ihre eigenen Zielsetzungen nicht einhalten. Das ist das eine. Ich komme aus den 68er Jahren und habe da Windeln gewaschen. In den 68er wären wir ans Mittelmeer gefahren und hätten die Flüchtlinge aus dem Bach gezogen. Wir haben schon längst einen Systemwechsel, aber nicht so einen, wie wir ihn brauchen. Und mit dem gleichen Denken dann die Welt wieder zu verändern, da müssen wir uns verbinden mit den sozialen Bewegungen und denen nicht sagen, was sie machen sollen, sondern richtig hinhören. Und gemeinsam mit ihnen Schulter an Schulter für diese Ziele zu kämpfen und es nicht umgekehrt machen. Top-down haben wir wirklich genug. Es muss parteidemokratisch mit Bottom-up passieren. Das heißt, die Basis darf mitentscheiden und wir müssen das System wieder auf die Füße stellen. Es steht Kopf. Five. Das eine ist die These, dass es eine politische gemeinsame Front von der Linken bis zur CDU geben kann, um Rechtspopulisten und Nazis zu bekämpfen. Liebe Genossinnen und Genossen, es war und ist die rassistische Politik, der staatliche Rassismus und die neoliberale Politik der CDU, aber auch der SPD und in Teilen auch den Grünen, die der Entwicklung der AfD überhaupt Aufschub gegeben hat. Es ist dieser Nährboden auf der Grundlage, auf der die AfD gedeihen kann. Und unsere Aufgabe ist, Bündnisse zu schaffen, linke Bündnisse, gemeinsam mit Migrantenverbänden, mit Gewerkschaften, mit Sozialverbänden und nicht mit Halbrechten, weil gegen rechts hilft nur links und keine Bündnisse mit Halbrechten. Und es wird keine stabilen Verhältnisse geben mit Parteien, die nichts an den sozialen Verwerfungen des Kapitalismus ändern wollen, liebe Genossinnen und Genossen. Und unser Beitrag zum Aufbau ist tatsächlich stabile Gegenmacht der Arbeiterinnenbewegung gemeinsam mit der Klimabewegung. Das sind unsere Bündnispartner, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich glaube, das Zweite, was ich widersprechen wollte, ist die Vorstellung, und es wird ja immer weniger widersprochen, auch in der Linken, dass es ein linkes Lager mit SPD und Grünen gibt. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn ihr euch anguckt, was die Grünen in Regierungsverantwortung machen, in Hamburg, wo ein neues Kohlekraftwerk in Moorburg gebaut wird, wenn ihr euch anschaut, dass sie die Elbvertiefung durchgesetzt haben, dass sie in Berlin, die Grünen-Senatorin, die Zerschlagung und Privatisierung der S-Bahn vorantreiben will und außerdem Baden-Württemberg, Stuttgart 21 durchziehen, dass sie in Hessen an der Regierungsbeteiligung Kampagnen gegen Linksextremismus vor allem machen, in Zeiten von einem Aufstieg von Rechtspopulismus, dann wird deutlich, Lucy, dass diese Schluss, Grünen bitte? Kompatibel sind mit den Anforderungen des Kapitals. Und deshalb ist unsere Aufgabe, wie Janine gesagt hat, der Aufbau von Gegenmacht und nicht der Aufbau von Illusionen in ein angebliches linkes Lager mit SPD und Grünen. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Die Frage der Bekämpfung von Rassismus, und wir sind 10 Tage nach Hanau, und die soziale Frage sind eine Frage. Wenn 25% der Menschen hier in diesem Land Angst haben müssen, ermordet zu werden, dann ist es eine existenzielle Frage und keine Frage von Kulturkampf. Und deswegen denke ich, und dazu haben wir eine Stimmung hier in diesem Land, wo man mal sagen muss,
Der Antikommunismus, wo wir dachten, der wäre überwunden, der wird im Moment dermaßen lebendig, was wir möglicherweise auch alle lange unterschätzt haben. Wir sind ja ein paar wenige Wochen vor Thüringen wurde in Berlin eine linke Verfassungsrichterin nicht gewählt. Die rechte Opposition feiert sich dafür, dass sie das verhindert hat. Wir werden nächste Woche wieder eine feministische Juristin zur Wahl stellen. Und warum? Weil wir jetzt die sogenannten liberalen Demokraten auch zwingen wollen, die Mauer nach rechts aufzubauen, sich davon zu distanzieren, von der Politik der AfD. Und das, glaube ich, ist existenziell. Wenn wir die Rechten isolieren wollen, wenn sie gesellschaftlich geächtet werden wollen, dann müssen wir eine Brandmauer aufbauen. Und ich will da überhaupt nicht mit der CDU paktieren, davon bin ich weit entfernt. 3. Und zweitens, die Linke hat keinen Zauberstab, diese konservative, faschistische Strukturen zu verändern und eine sozialistische Welt zu schaffen. Es gibt viele sozial schwache Familien zum Beispiel, Alleinerziehende oder ältere Frauen, die gerne einen Flüchtling eventuell mit sich zu Hause nehmen und integrieren, dass man diese Kulturen miteinander umtauscht. 2. Und deswegen ein letztes, ich war gestern in Hanau gewesen bei der Trauerfeier von den beiden letzten Opfern. Und da waren 3000 Menschen. Und ich finde die Antwort auf den Rechtsruck, natürlich müssen wir die Frage von Regierungsbeteiligung diskutieren und ich finde es auch richtig, über linke Mehrheiten zu diskutieren. Aber die Antwort auf den Rechtsruck muss doch sein, breitmöglichste gesellschaftliche Bündnisse, die antifaschistischen Strukturen zu stärken und deutlich zu machen. Der beste Verfassungsschutz sind die Menschen, die tagtäglich sich den Rassisten in den Weg stellen. Und jede lokale Antifa-Gruppe hat mehr Beitrag geleistet zur Aufklärung über rechte Strukturen als die ganzen Landesämter für Verfassungsschutz. Und das sind auch unsere Bündnispartner. Win. Die Linke vergisst dabei festzustellen, dass wenn man in einen Regierungszug einsteigen möchte, dann muss man ein Ticket lösen. Und auf dieses Ticket gibt es allgemeine Geschäftsbedingungen. Und die muss die Linke akzeptieren. Zu diesen Geschäftsbedingungen gehört die Akzeptanz zur Schuldenbremse, die Akzeptanz zu NATO, zu EU, zu Stacheldraht. Dazu gehört die Akzeptanz zu Abschiebungen und dazu gehört auch die Akzeptanz zum Bestehenden. Und daran sollte sich die Linke meiner Meinung nach nicht beteiligen. Gleichzeitig will ich euch sagen, wie es besser gehen könnte. Wir müssen diesen parlamentsfixierten Abgeordnetenbetrieb schwächen. Und das machen wir damit, dass wir feststellen, was die Aufgaben einer Linken sind. Staatsknete im Parlament abgreifen, Informationen aus dem Staatsapparat abgreifen, der Bewegung zuspielen, den außerparlamentarischen Bewegungen das zuspielen. Und dann braucht man natürlich noch das Parlament als Bühne, weil die Medien sind so geil auf dieses Parlament, das sollten wir doch nutzen. Aber alles, was darüber hinausgeht, brauchen wir nicht unbedingt. Ich bin auch damit bereit, dass man Göster vielleicht in so eine Weste steckt und ihn dann übers Kohlefeld laufen lässt. Das können wir auch machen als parlamentarischer Beobachter, das ist auch gut. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, weil jetzt hier auch gerade der Kampf, wie geht's denn gegen rechts weiter? Abgeordnetengehälter gehören beschränkt. Und ich glaube, dass ein Facharbeiterlohn ausreicht. Die Differenz davon, dass es gibt in jeder Stadt eine vernünftig operierende Antifa. Und da könnt ihr mal die gesamte Kohle hinpacken, anstatt mit SPD, Grünen und CDU eine Einheitsfront zu bilden. Ich glaube, da hat die Antifa mehr von und wir haben den Nazi-Dreck irgendwann auch weg.